Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Diamant Randomizer Wedlock. Ich merke gerade, ich hätte auch mal schlau genug sein können, einfach fortzulaufen. In die nächste Stadt habe ich jetzt nicht gemacht, aus Intelligenz und ähnlichen Gründen. Ja, wo sind wir hier? Wir sind... auf der Route, dessen Nummer ich nicht weiß. Wir haben das letzte Mal auf jeden Fall uns einen Orden geholt und dann im Kampf danach ein Pokémon verloren, weil ich dumm bin, würde ich jetzt mal sagen. Was ist, weil ich dumm bin? Es ist einfach scheiße gelaufen. Ich hatte quasi die Wahl, welches Pokémon soll sterben, und dann habe ich mich für das entschieden, wo ich jetzt überhaupt habe. Das war das kleine Rübel, und zwar Nuss. Alternative wäre Sprudel gewesen, wollte ich aber nicht. Jetzt bin ich muss gerade überlegen, ob es sinniger ist, hier mit Sprudel zu kämpfen, weil ich nicht wechseln kann. Salami ist vielleicht ein bisschen zu schwach dafür. Oder ob ich es mit einem anderen Team versuche. Wobei eigentlich ungern mit Steak, weil Steak hat eigentlich Knochenrang. Schöne Attacke, leider nur 90 Genauigkeit. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hier natürlich klar Funkensprung. Eigentlich ganz schön. Ganz ehrlich, ich versuche es so. Es ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu riskant, nur mit Sprudel zu kämpfen, weil das könnte sehr gut schief gehen. Und das wollen wir ja nicht. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich die richtigen Knöpfe wieder auf Anhieb finde, weil ich nicht weiß, wo ich lang muss. Aber eigentlich sollte der Weg meistens ziemlich offensichtlich sein. Da es, glaube ich, eigentlich immer nur einen Knopf gibt, der als nächstes wirklich gedrückt werden kann. Sieht sogar gut aus. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich sowas als Rätsel bezeichnen würde, weil, wie gesagt, es gibt eigentlich immer nur einen Knopf, den man drücken kann. Ich muss aber mein Mikro zurechtdrücken. So, ist besser. Also, auf geht's. Lala, Attacken, Sieg, hinter uns. Was, hinter mir? Oh, da ist nichts. Geile Wurm. Ja, wobei, ist vielleicht besser so. Ich habe überlegt, ob es besser wäre, jetzt Brause vorne zu haben, wegen Knirscher. Noch ist Gardevoir ja nur ein Psycho-Pokémon. Hier gibt es ja keinen Feentyp, aber ich glaube, Kartoffel ist dann doch besser, weil hat auch gute physische Attacken und vor allem eine Psycho-Schwäche. Die könnte jetzt gefährlich werden. Ich weiß nicht, ob Gardevoir schon Psychokinese hat, aber auf jeden Fall hat es Gedankengut. Ich würde sagen, das ist nicht so gut, aber ganz ehrlich, da Gardevoir jetzt besiegt, das ist mir das... Wumpe. Das war mal wieder ein ziemlicher Freekill. Ach ja, so lange trägt auch. Okay, da wechsle ich. Als Dami. Das setzt er nicht ohne Grund ein. Ich wette, es hat eine Eisattacke. Wahrscheinlich auch Aurora-Strahl oder so. Da gehen wir doch mal auf Nummer sicher. Aus jedem Grund dachte ich in der ersten Gen immer wieder, dass, auch wenn ich wusste, dass es nicht der Fall ist, ich dachte immer wieder, Starmie wäre ein Psycho-Pokémon. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Aber ich sehe, Starmie ist das Level 30er. Das ist auch gut, das bedeutet nämlich quasi, Starmie ist sein stärkstes. Und vor allem Respekt, Starmie habe ich jetzt nicht wirklich Angst vor. Also, es könnte schlimmer sein. Das reicht auch. Das reicht aus. Kickli ist an sich wieder unschön, aber auch da. Ich habe das perfekte Team eigentlich gerade hier. Weil auch hier dürfte er was wieder komplett aufräumen. Ich glaube nicht, dass Kickli jetzt eine Gesteinsattacke hat. Ich hoffe es vor allen Dingen. Das war eine gute Attacke. Eine.
Du kennst die Attacke, die jetzt schon kommt. Ich weiß übrigens immer nicht, was ich von Kiklis Design halten soll. Das Viech hat Augen, aber weder Nase noch Mund. Wie ist es überhaupt? Nicht wichtig. Gewonnen. Sehr gut. Damit haben wir das doch auch geregelt. Ich glaube, um storymäßig weiterzukommen, müsste ich jetzt erstmal mich um den See kümmern. Glaub ich. Was war das? Lake? Ja, Lake, Lake. Ich weiß gar nicht, ob es im Deutschen wirklich Lake sein soll oder ob die den englischen Namen beibehalten haben und es wirklich Lake heißt. Ich habe keine Ahnung. Aber sehr gut, das lief wunderbar. Und ich setze jetzt auch mal wieder Salami nach vorne. Weil ich hoffe, dass die nächsten Trainer nicht so stark sind. Ehren. Habe ich noch gar nicht geerntet? Nee, ich habe in Weideburg, glaube ich, noch gar nicht so viel gemacht. Ich war nur im Sumpf. Und in der Arena. Den Rest habe ich mir bisher geklemmt. Ich soll doch mal gucken, was es hier nicht zum Kaufen gibt. Und ich soll ins Poké-Center gleich nochmal laufen. Oh, Superball, aber ich habe schon ein paar Bälle. Und jetzt, wo ich vorhin Fliegen habe, ist das alles auch egal. Da kann ich nämlich jederzeit zurückgehen und mir davon Nachschub holen. Und nehmen wir mal 10 Stück davon mit. Das ist, muss ich wirklich sagen, das ist ein bisschen dumm gehalten. Einfach so, ja, in Weideburg kriegst du Superbälle. Du kriegst aber schon vorher in Schleier die Hyperbälle. Wenn man das Geld hat, ist das eigentlich ziemlich, nennen wir es nutzlos. Jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher, mache ich erst die Route oder erst den See? Wobei, ich glaube, am See kann ich noch gar nicht viel machen. Nee, genau. Den See kann ich nur vorbereiten. Dann mache ich das auf jeden Fall jetzt zuerst. Hey, du. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Meine Erinnerung sagt mir was. Meine Erinnerung ist noch funktionsfähig. Jetzt kommt erstmal ein Rivalenkampf. Okay, machen wir das jetzt noch. Du läufst jetzt weiter und wenn ich dir folgen will, kommt, glaube ich, Pearl wieder angerannt, oder? War das so? Ja. Offensichtlich, da bist du ja. Ja, du willst mit mir kämpfen, okay, legen wir mal los. Eigentlich müsste ich Pearl synchronisieren, weil ich dafür eine ziemlich schöne Methode hätte. Wobei, es wird eine Katastrophe enden, weil er ja eigentlich ziemlich schnell spricht und ich mich die ganze Zeit selbst dabei verhaspeln werde. Aber prinzipiell... So, Snake, dann zeig mal, so sieht die Animation aus. Snake, zeig mal, was du kannst. Ich habe beim Training meistens für die ganzen Attacken-Animationen die Speed-Taste benutzt, damit das ein bisschen schneller geht. Ich hätte zwar auch einfach die Animationen ausstellen können, aber ich weiß genau, dass ich dann hinterher vergessen hätte, sie wieder einzuschalten. Deswegen, ne, machen wir es mal so. Von mir noch kein Wetter hier, sollte also alles okay gehen. Wird von Neo Pulverschnee haben. Das Risiko ist mir kurz wert. Das Risiko ist mir wert, wenn ich jetzt treffe, ist vor allem von Neo besiegt. Und das ist jetzt eine Feuerform. Sehr schlau, Pearl. Sehr schlau. Anstatt zum Beispiel Regentanz zu machen. Wobei auch das nicht viel gebracht hätte, weil. Auch da. Formeo ist zwar ein ziemlich cooles Pokémon, hat aber glaub ich eigentlich jetzt. Also ist, glaube ich, gar nicht mal so stark. Und gar nicht mal so stark meine ich so ziemlich gar nicht stark. Und Panpyro, meine Güte, ich habe gerade das Gefühl, dass ich hier mit Boden ziemlich gut durchrocken kann. Wird natürlich ein bisschen riskant, sobald das erste Mal der Knochenmarang daneben geht. Aber das passiert noch nicht.
glaube, es ist auch so, sobald der erste trifft, trifft der zweite auch immer. Die werden, glaube ich, nicht einzeln berechnet. Wäre dann vielleicht auch ein bisschen mies. Habe ich mich aber tatsächlich nie mit befasst. Ich hab mich allgemein nie wirklich mit Knogger auch befasst. Das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass Tragosso einen Knoggerschädel quasi auf dem Kopf hat. Was an sich wieder seltsam ist, weil Knogger ja hier quasi auch nur einen Schädel hat. Und naja. Irgendwas daran ist komisch. Irgendwas daran ist komisch. Wobei auch hier, man sieht es in diesem Sprite ganz schön. Es sieht ein bisschen, Moment, ich bin doof, sondern vielleicht auch Schwebe. Doof. Man sieht ja hier in diesem Sprite, dass der Schädel von Knogger scheinbar sich um den Hals schließt. Also entweder ist es wirklich sein Schädel und es hat quasi einfach kein Fleisch am Kopf. Oder, was auch irgendwie seltsam wäre, es hat halt einfach wirklich einen Schädel wie einen Helm aufsitzen, der halt komplett unten am Hals schlüssig ist. Beides wäre irgendwie seltsam. Das ist gerade die Frage, Ladevorgang oder Biss, was macht hier mehr Sinn? Was stellt mehr Sinn her? Ich glaube, Biss. Ich hätte Ladevorgang halt machen können, um... Oh ja, doch, Biss war die richtige Wahl. Ich hätte Ladevorgang machen können, um die Spezialverteilung zu erhöhen, weil ich jetzt natürlich nicht wusste, wie viel Schaden Biss macht. Und ich auch nicht weiß, wie viel Schaden jetzt die nächste Attacke von Sonnenfeuer gemacht hätte. Aber ja, Biss war definitiv die richtige Wahl. Ich habe auch mal davon abgesehen, ich habe vergessen, dass Biss zurückschrecken lassen kann. Salami Level 23, sehr gut. Lebensula, nö. Kann man zwar tatsächlich sinnvoll nutzen. War beim Training in gewisser Weise sogar so. Als ich mit Energy trainiert habe, habe ich auch an ein paar Geradaxen trainiert. Und die hatten dann Lebensula und ich denke mir so, ja, ist toll, jetzt bringen meine Elektroattacke nicht mehr so viel. Deswegen, es war tatsächlich ein sinniger Einsatz dieser Attacke. Und dann dachte ich mir so, tja, ich habe immer noch Biss. Also, sinnig, aber hat jetzt nichts gebracht. Okay, dann machen wir das am besten einfach so, dass ich jetzt, ich lasse jetzt, glaube ich, dann sogar mal die beiden vorne erstmal. Dann laufe ich jetzt nämlich zurück bis zu diesem Restaurant, mache da noch die letzten drei Kämpfe. Dann haben wir die nämlich auch alle erledigt. Dann geht es zum See, wo ich ja auch noch dann mit dem Rüpel fertig werde. Und dann kann ich mich auf den Weg nach Herzhofen machen. Denn auch wenn die das Paket dann haben, geht es ja erst viel, viel später weiter. Ich dachte, ich muss jetzt schon den kompletten See machen. Aber nee, das kommt ja erst alles noch. Und ich schmeiß mir gerade mal einen Schutz ein. Nur für dieses kleine Stück Gras. Da bin ich ja mal gespannt, was wir uns gleich alles entgegenwerfen werden. Es sollte ja eigentlich nicht viel sein können. Vor allen Dingen, die waren jetzt gerade der... Ich habe schon wieder vergessen, was das Level vom ersten Kampf war. Die zweiten hier waren jetzt 21 und 23. Das ist vom Level her absolut gut. Moment. Was stand da gerade für ein Name? Ach, Rico, okay. Ich dachte gerade kurz, es wären wirklich so als Easter Egg quasi die beiden aus der dritten Gen. Weil die hießen. Wie hießen die? Udo und Pia oder so ähnlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie hießen die? Ja, keine Ahnung. Aber jedenfalls wieder großartig. Dieses Georock muss sterben. Das könnte nämlich zum einen Intensität haben, was ich sowieso nicht abbekommen will. Und zum anderen, das könnte hier quasi jede Bodenattacke kommen, die dann gefährlich für Energy wird. Molebomb wird wahrscheinlich Steinwurf machen oder Mimikry. Aber Mimikry wäre uncool, wenn es auf Steak geht, weil es dann auf ihre Knochenattacke mit Fußkick. Okay. Teddy Ursa sehe ich auch kein Problem mit. Da kann ich es jetzt nämlich schon aufteilen. Das könnte gut reichen. Na, gute Frage. Wird ein Knochenrang reichen für Mogelbahn? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen. 5 Level drüber, also
trifft zweimal. Das schöne Knochenmagen hat halt quasi einfach die Stärke eines Erdbebens. Zweimal mit 50 Stärke treffen. Aber es hat halt nur 90 Genauigkeit. Dafür trifft es wiederum zweimal, weshalb man damit zum Beispiel solche Sachen wie Fokusgurt umgehen könnte. Also ist schon durchaus eine interessante Attacke. Aber jetzt... Ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, ob beim Knogger jetzt Knochenmarang oder Erdbeben besser ist. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich Geschmackssache. Weil beides hat halt sein Fühl und Wider. Mhm. Sein Fühl und Widell. Um einen schlechten, klischeehaften chinesischen, keine Ahnung, was Akzent nachzumachen. Schwalbini ist gut. Schwalbini ist Kanonenfutter. Und wieso eigentlich auch? Das Blatt. Das sollte beides reichen. Würde mich jetzt etwas überraschen, falls nicht. Daneben. Das ist eigentlich schon etwas erstaunlich. Ich hätte erwartet bei 90 Genauigkeit, dass ich deutlich öfters daneben schlage, aber hey, das geht echt gut. Ich kann mich eigentlich nicht darüber beklagen. Was gut ist. Ich mag es, wenn ich mich nicht beklagen kann. Aber hier ist erst echt mal auf die Kopfnuss zurückgreifen, weil das sollte auch so auf jeden Fall reichen. Und naja, falls der Funkensprung nicht reicht, brauche ich so keine AP verschwenden, nicht? Und da reicht es aber nicht mal. Egal, kriegst du mit dem Knochenschädel eins auf die Omme und dann ist alles gut. An sich so Tragosso und Knogger mit dem Knochen, das ist schon ein interessantes Design. Und das noch aus der ersten Gen, ist schon eine Weile her. So, und der letzte Kampf. Ja, die Fliebe ist ja nicht ganz so schön, aber auch das sieht eigentlich ganz gut aus. Genau, war das sogar Unlichtpflanze? Ja gut, aber das reicht trotzdem auf jeden Fall zwei Bisse aus. Und ich bezweifle jetzt einfach mal, dass mir das Venofliebes auf dem Level großartig gefährlich wird. Das wird schon gehen. Ja. Mit Lockduft wird das auf jeden Fall gehen. Da brauche ich mir, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Besiegt, gewonnen, alles in Gude. Also man muss schon sagen, das neue Team hier aus Steak und Energy, das macht sich durchaus gut. Schlecht sind die definitiv nicht. Salami Level 24, jetzt könnte ich so an den wilden Pokémon ziemlich gut trainieren. Level 24 ging das ganz gut, davor war es ziemlich schwierig, weil ich eigentlich nach jedem Kampf so ganz Pokus hinter rennen musste. Das war dann ein bisschen nervig. So. Hoch? Achso, ich bin doof. Der Typ steht doch irgendwo am Strand, ich Depp. Da bin ich einfach dran vorbeigelaufen. War ich mit den Gedanken wieder mal woanders? Na super. Stehst du hier? Nö. Stehst du hier hinten? Ja, wie bin ich an dir vorbeigelaufen? Ja, ja, wissenschaftliches Genie, genau, ja. Ich
bin auch ein wissenschaftliches Genie, weil ich eine Bombe entwickle. Na ja, gut, andererseits, wenn man jetzt sowas wie die Atombombe nimmt, das ist ja schon wissenschaftlich durchaus eine Leistung. So. Jetzt aber. Da steht er. Ich würde sagen, hier mal für heute Feierabend. Das nächste Mal kriegt der Typ aufs Maul und dann können wir uns auf den Weg nach Herzhofen machen. Bis dahin. Ciao.